Herzlich willkommen zu unserer heutigen Bildungswerk Live-Sendung. Mein Name ist Petra Schablikowski. Ich bin pädagogische Mitarbeiterin und arbeite im Beratungszentrum in Mainz. Und zu Gast heute in unserer Sendung ist der Nick Bölling, der unser oder einer unserer Gesundheits- und und Ernährungsexperten. Wir haben uns für heute das Thema Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln ausgesucht. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil wir Deutsche sehr, sehr viel Geld im Jahr für Nahrungsergänzungsmittel ausgeben, die künstlich hergestellt werden. Und darüber, was in diesem Bereich Sinn macht, was weniger Sinn macht oder was sogar kontraproduktiv ist, da wird euch der Nick jetzt ein paar Dinge einfach erzählen, die ihr mitnehmen könnt und in Zukunft vielleicht auch anwenden könnt. Dann, Nick, hast du das Wort. Ja, vielen Dank, Petra, und guten Morgen von meiner Seite. Heutiges Thema Sinn und Unsinn von Nahrungsergänzungsmitteln, ganz genau. Wie die Petra ja schon eingangs erwähnt hat, so als kleiner Aufhänger, als kleiner Teaser, es ist ein Milliarden-Dollar-Branche, das Ganze. Also weltweit wird extrem viel Geld mit Nahrungsergänzungsmitteln verdient. Und wir schauen uns dann im Grunde heute einmal an, was, wie, wo, also inwiefern das eventuell Sinn machen kann, inwiefern das eventuell Gefahren birgt, inwiefern es unnötig ist oder vielleicht sogar sehr nötig ist. Also es gibt natürlich da ganz unterschiedliche, Meinungen, kann man sagen. Ich bin immer Freund von Fakten, weniger von Meinungen. Eine Meinung ist immer toll im Bereich Kunst, aber im Bereich der Gesundheit, der Wissenschaft und Co. bin ich ein Freund von Fakten und im Grunde, heute einmal so ein bisschen für euch aufbereitet, was das Thema angeht. Vorab, wir reden hier von überwiegend gesunden Leuten. Das heißt, wer eine chronische Erkrankung in welcher Art auch immer hat, das ist ein bisschen ein anderes Gebiet. Also es gibt da bestimmte Medikamente beispielsweise, die verschiedene Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien und Co. entsprechend hemmen oder abbauen oder verbrauchen. Das sind aber Dinge, da bitte mit dem behandelnden Arzt sprechen. Der sollte sowas in der Regel wissen, hoffentlich. Und ansonsten reden wir hier wirklich von Nahrungsergänzungsmitteln, nicht im Sinne der medikamentösen Behandlung, sondern Nahrungsergänzungsmittel im Sinne von breit gefächert, kann ich frei verkaufen oder kaufen im Internet, in der Apotheke, wo auch immer. Okay. Ansonsten natürlich, wenn ihr Fragen habt, immer gerne. Und wir fangen mal damit an, dass es natürlich erstmal extrem viel gibt. Also wir können ja mittlerweile von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln im Bereich Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, natürlich auch im Bereich Makronährstoffe. Es gibt Proteinpulver, es gibt Aminosäuren in Kapseln, in Pulverform. Es gibt natürlich auch Kohlenhydratpulver, gerade bei Ausdauersportarten beliebt. Also wir haben in der Regel eine große Bandbreite an verschiedene Nahrungsergänzungsmitteln und ganz vereinfacht gesagt, schon mal vorab, um das Ganze so ein bisschen prägnant auf den Punkt zu bringen, im Grunde überall da, wo ich einen Mehrbedarf habe, den ich über die Nahrung in irgendeiner Form oder warum auch immer nicht decken kann, oder eben indem ich einen Mangel ausgleichen will, immer dann machen Nahrungsergänzungsmittel auf jeden Fall Sinn. Sie sollen aber im Grunde, wie der Name sagt, die Nahrung ergänzen und eben nicht ersetzen. Viele Leute machen es sich da natürlich, der Mensch ist halt bequem, machen es sich da sehr einfach und denken so, ich hau mir eine Handvoll Pillen rein und dann kann ich auch mit Fastfood und Co. über den Tag kommen oder gar nicht mehr so groß drauf achten, was ich essen muss oder was ich essen kann. Das ist natürlich immer leider ein bisschen kurz gedacht, aber nochmal überall da, wo wir einen nachgewiesenen Mangel haben, macht eine Ergänzung definitiv Sinn. Und wo ich einen erhöhten Bedarf habe, einen Mehrbedarf habe, der sich irgendwann schwierig oder auch nur begrenzt durch Nahrung wirklich zuführen lässt, oder gerade entsprechende Ernährungsformen dem Ganzen ein bisschen im Weg stehen, da macht eine Ergänzung definitiv Sinn. Alles darüber hinaus ist dann oft schon, gefährlich ist sicher das falsche Wort. Es gibt zwar Mikronährstoffe auch, die wir überdosieren können, da komme ich gleich noch zu. Aber wenn man das jetzt nicht vollkommen übertreibt, dann ist es zumindest nicht unbedingt gefährlich, aber oftmals einfach unnötig, ne?
Also schauen wir uns mal ganz kurz an, was in Deutschland offiziell als Mangel gilt, weil wir sind kein Mangelgebiet für Nährstoffe. Ne? Also viele von uns sind in einigen Sachen tatsächlich unterversorgt, aber das ist noch kein Mangel. Ne? Also da gibt es Unterschiede. Ne? Wenn wir jetzt mal einen Richtwert, einen imaginären Richtwert von 100 nehmen oder von einer Skala 0 bis 100, sagen wir 50, 60 ist gut dosiert, alles darüber hinaus ist ein bisschen zu hoch und alles unter 20 ist ein Mangel. Ne, dann bewegen sich viele Leute heutzutage vielleicht im 20er, 30er Bereich, also offiziell über dem Mangel, aber offiziell auch unter dem Bereich, der als gut versorgt gilt. Ne, wenn 50 als gut versorgt gilt, dann bin ich mit 23 nicht gut versorgt, aber eben noch über der 20er Grenze als Mangel. Und das ist erstmal was, was wir auf jeden Fall festhalten sollten oder festhalten müssen, weil es einige Stoffe gibt, wo viele Menschen heutzutage in Deutschland Mangel versorgt nicht sind, aber unterversorgt. Ne? Also wir sind nicht am Optimum. Der Klassiker, ganz, ganz viele Leute wissen, hören das mittlerweile, Vitamin D. Vitamin D als Sonnenvitamin ja auch genannt wird, vor allem im Sommer über die UV-Strahlung, die auf die Haut kommt, gebildet. Vitamin D findet sich allerdings auch in Innereien, in Leber beispielsweise, in Eiern zum Teil, also ganz geringe Dosierung und in der Regel auch nicht ausreichend, um damit komplett seinen Bedarf decken zu können. Und in fettigen Fischarten, also Hering, Makrele und Co. Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin und demnach auch in unserem Fettgewebe speicherbar. Das gilt für alle fettlöslichen Vitamine, also das sind die Vitamine A, D, E und K. Gibt es eine nette Eselsbrücke, Edeka. Und diese Vitamine sollte man erstmal vorab schon mal nicht überdosieren, weil die sind eben fettlöslich und lagern sich im Fettgewebe an. Das heißt, wenn ich das überdosiere über einen längeren Zeitraum, dann habe ich auch da Vergiftungserscheinungen. Ne? Also man muss beim Thema Gesundheit, das ist eigentlich wie bei allem, zu wenig ist nichts, zu viel ist nichts. Das gilt für Sport genauso wie für Schlaf. Das gilt so wie für verschiedene Mikronährstoffe. Ja, also Salz beispielsweise. Viele Leute meiden ja heutzutage Salz, weil das ja zu viel davon Bluthochdruck und Co. verursachen kann. Aber Salz als Natrium ist extrem wichtig für die richtige Funktion unserer Zellen, für Stoffwechsel, für Muskelkontraktion und tatsächlich sehr viele Leute, die sich sehr gesund, sehr bewusst ernähren wollen und die auf Salz dann möglichst verzichten, die haben tatsächlich manchmal ein bisschen zu wenig Salz. Ja, das Problem ist jetzt hier aber nicht, dass ich, oder die Lösung ist hier jetzt nicht, dass ich entsprechend Salz als Nahrungsergänzungsmittel, als Natrium zu mir nehmen sollte, sondern vielleicht einfach nur, dass ich dann eben auch meine Nahrung ganz normal wieder salze. Weil das Problem, weshalb Salz zu einem schlechten Ruf geführt hat, liegt daran, dass Fastfood und Süßigkeiten voll damit sind. Aber wenn ich mich da weitestgehend nicht von ernähre, dann habe ich in der Regel eher einen tendenziellen Bedarf an Salz, dass ich eben auch nachsalze. Ne? Also gerade als Sportler, wenn ich viel schwitze über Elektrolytverlust und Natrium ist ein Elektrolyt, habe ich eben einen leicht erhöhten Bedarf. Das ist bei Salz, bei Natrium relativ einfach. Ich kann relativ kräftig salzen, natürlich hier auch nicht übertreiben. Und gerade wenn ich im Bereich Fastfood, Süßigkeiten doch immer mal unterwegs bin, dann brauche ich das vermutlich auch nicht. Dann sollte ich tendenziell darauf achten, dass es eben nicht zu viel wird, weil es dahingehend dann entsprechend auch relativ schnell zu viel werden kann, weil gerade in ja, Süßigkeiten und eben in Fastfood stecken extrem hohe Mengen an Salz. Ne, also das schon mal so ein bisschen vorab. Das Problem ist nicht, dass generell Salz schädlich ist. Und das gilt, wie gesagt, für ganz, ganz viele Dinge, sondern das Problem ist, dass wir das über die Nahrung, die wir heutzutage halt vermehrt zu uns nehmen, schon sehr, sehr viel davon aufnehmen. Aber man hat ja mittlerweile auch ganz oft das Gegenteil. Dann hat man Leute, die sich sehr bewusst, sehr gesund ernähren und die dann aufgrund von dem schlechten Ruf von Salz ihr Essen gar nicht salzen und die vielleicht aber sehr viel Sport treiben, sehr viel schwitzen und dementsprechend dann tatsächlich einfach zu wenig Salz haben, obwohl man sonst immer hört, dass Salz schädlich ist. Und das ist schon mal so ein Punkt, wo man immer ein bisschen aufpassen muss und ein bisschen hellhörig sein muss. Also alles hat einen gewissen Bedarf und den sollten wir bei fast allen Stoffen im Grunde nicht überschreiten. Fettlösliche Vitamine, wie gesagt, ja, Vitamin D sehr, sehr hoch dosiert. Also das werde ich über das Sonnenlicht so nicht erreichen, weil unser Körper da gewisse Mechanismen hat, dass das eben nicht zu viel wird. Ja, einer zum Beispiel ist, dass wir über die Haut braun werden im Sommer. Ja, also je heller die Haut, desto mehr Vitamin D wird aufgenommen oder desto mehr Vitamin D wird gebildet und das wird ein bisschen abgebremst, indem unsere Haut dann dementsprechend ein bisschen dunkler wird. Ja,
Deswegen sind Leute, die irgendwo sehr nah am Äquator, in Somalia, in Afrika oder sowas leben, sehr dunkelhäutig, weil da deren Sonneneinstrahlung das ganze Jahr über sehr, sehr hoch ist. Und die das Problem hätten, wenn das eben nicht geregelt würde, dass die viel zu viel Vitamin D bilden würden. Und das sind zum Beispiel auch Personengruppen, die in Deutschland ein bisschen schauen müssen, dass sie keinen Vitamin D-Mangel erleiden, weil die eben durch die sehr dunkle Haut vor UV-Strahlung geschützt sind und das eben aber auch wieder auf unseren Breitengraden dafür sorgt, dass die potenziell mit Vitamin D unterversorgt sein können. Zurück zum großen Thema. Also Vitamin D wird im Sommer gebildet und zwar auf unseren UV oder auf unseren Breitengraden von der UV-Strahlung her ungefähr von April bis Oktober. Das heißt, wer sich dann über den Sommer hinaus einen sehr, sehr hohen Status erarbeitet, weil er viel in der Sonne, viel in der frischen Luft ist, der wird über den Winter kommen, auch ohne Nahrungsergänzung. Das Problem ist nur, dass die allermeisten von uns ja auch im Sommer den ganzen Tag eher in Gebäuden verbringen und dementsprechend nicht allzu viel Sonneneinstrahlung abbekommen. Und wenn man dann doch mal am Wochenende im Schwimmbad liegt, dann cremt man sich ein, was auch die Vitamin-D-Bildung zumindest ein bisschen verschlechtert, also nicht ganz wegmacht, aber verschlechtert, weil auch das UV-Schutz. Und dementsprechend sind die meisten von uns selbst im Sommer nicht sehr, sehr gut versorgt und dahingehend reicht es über den Winter nicht hinaus. Das heißt, RKI, ich glaube, die Studie ist aus 2015, 85% der Deutschen haben im Winter einen Mangel an Vitamin D. Und Vitamin D ist, ob jetzt als Nahrungsergänzungsmittel im Shop oder beim Händler des Vertrauens oder einfach in der Apotheke, wirklich nicht teuer. Man kann Vitamin D relativ einfach über das Blut testen. Also das kann man beim Arzt machen. Wenn man das in Eigenregie macht, kostet das in der Regel zwischen 17 und 25 Euro. Das kommt so ein bisschen auf das Labor an, wo das hingeschickt wird. Und dann kann man, ja, nachdem man seinen Wert kennt, dementsprechend, es gibt Vitamin D-Rechner im Internet, kann man das entsprechend, ja, anpassen. Oder eben, man nimmt ein bisschen blind, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, aber bis 10.000 internationale Einheiten am Tag scheint Vitamin D extrem sicher zu sein. Und was die meisten brauchen von uns, irgendwas zwischen 2.000 und 6.000 internationalen Einheiten am Tag. Was ein bisschen die DGE crasht, weil die empfiehlt nur 800, was aber mittlerweile weiß man das, leider viel zu wenig ist. Und dementsprechend sollte man irgendwas gerade im Winter zwischen 2.000 und 6.000 internationalen Einheiten am Tag nehmen. Also ich beispielsweise nehme 4. Damit ist man relativ safe, auch das ganze Jahr über. Auch gerade im Sommer kann man das machen. Muss man jetzt nicht zwangsläufig, weil eben über die Sonne auch gebildet wird. Und der Körper bildet wohl in direkter Sonneneinstrahlung so um die 15.000 am Tag. Deswegen auch eine Ergänzung bis 10.000 gilt, wie gesagt, als sicher. Ah, Melanie schreibt auch gerade, ich nehme D3 Tropfen täglich, gelöst in Kokosöl. Genau, es ist ein fettlösliches Vitamin. Am besten auch zu einer Mahlzeit nehmen. Ja, damit es noch ein bisschen besser aufgenommen. Und ja, mit K2, also auch das ist was, dass zu hohe Vitamin D-Dosen, also Vitamin D ist in den Knochenstoffwechsel involviert und zu viel Vitamin D hat irgendwann einen Vitamin K-Mangel zugrunde. Das heißt, wenn ich zu viel Vitamin D habe, dann ist Vitamin K irgendwann der limitierende Faktor. Deswegen gibt es das mittlerweile heutzutage fast überall in Kombination. Macht auch Sinn. Vitamin K findet sich aber sonst in grünem Gemüse vor allem, also in Brokkoli, in Blattgemüse. Also Vitamin K ist jetzt kein klassischer Mangel oder auch keine klassische Unterversorgung, aber wer Vitamin D nimmt, macht definitiv Sinn, das mit K2 zu kombinieren. Wenn man da jetzt noch ein bisschen weiter geht, sollte man auch schauen, dass da auch der Magnesiumstatus stimmt, ja, weil Vitamin D und Magnesium einhergehen. Auch Magnesium finden wir beispielsweise viel in grünem Gemüse, ja. Aber das wird sehr komplex, wenn wir das jetzt auf jedes Einzelne machen, weil das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Also fast jeder Mikronährstoff in einzelnen Hochdosen macht nur so bedingt Sinn, ne? Klar, wenn ich, wie gesagt, einen erwiesenen Mangel habe, dann definitiv. Aber ansonsten sollte man schon schauen, dass man eher so dass die ganze Bandbreite erfüllt an Vitaminen oder generell an Nährstoffen, an Mikronährstoffen, genauso wie an Makronährstoffen. Und da kommt dann ja vor allem die Nahrung ins Spiel. Und eben die Ergänzung dahingehend, wo es nicht funktioniert. Also, erster Punkt, Vitamin D, vor allem im Winter, für fast alle von uns sinnvoll und eben Preis-Leistung super. Also es kostet nicht besonders viel. Ich sage mal, wenn ich das von ein bisschen mit meinem Winter, wie mit meinen Winterreifen halte, von O bis O, ja, von Oktober bis Ostern, dann mache ich damit wenig falsch. Im Gegenteil, ich tue mir vermutlich sogar was
sehr gut ist, weil die meisten von uns eben im Winter einen erwiesenen Mangel haben. Ja, dann kommen wir weiter. Deutschland ist Mangelgebiet an Jod, deswegen ist Salz in der Regel jodiert, ja, jodiertes Speisesalz. Also Jod wird praktisch über fast alles, was wir an Speisesalz kaufen, zugefügt, was definitiv Sinn macht, weil wie gesagt, hier ist Deutschland ist Jodmangelgebiet und ohne Jodsalz wären, und die meisten haben tatsächlich auch hier eine Unterversorgung, keinen Mangel, aber eine Unterversorgung, dementsprechend jodiertes Speisesalz macht auf jeden Fall Sinn, ist aber wie gesagt fast überall der Fall, deswegen ist das relativ einfach zu handhaben. Ansonsten haben wir ganz häufig eine Unterversorgung an Folsäure, was vor allem dann für Schwangere empfohlen wird oder für werdende oder stillende Mütter, weil Folsäure dahingehend involviert ist, was ja in den ersten 12 Schwangerschaftswochen ist es, glaube ich, das Baby angeht, beziehungsweise den Säugling, beziehungsweise das ja, neugeborene Kind, was da heranwächst. Und ansonsten sind das eigentlich die Dinge, von denen wir in Deutschland offiziell laut DGE, laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung, einen potenziellen Mangel aufweisen oder eine Unterversorgung haben. Also Vitamin D, Jod, was wie gesagt über jodiertes Speisesalz in jedem Supermarkt eigentlich der Standard ist, und tatsächlich Folat. Ja. Ansonsten haben wir eigentlich in Deutschland glücklicherweise eine sehr, sehr gute Versorgung. Und dann fängt es ganz schnell schon an zu gucken, wie sieht denn unsere Ernährung aus? Jetzt haben wir natürlich wie bei allem das Problem, die Zuhörer, die sich für sowas interessieren, also ihr, das ist genau wie beim Bereich Sport, das sind meistens die, die tendenziell schon am ehesten auf ihre Gesundheit achten, auf ein gutes Ernährungsmanagement, auf eine gute Bewegung, auf Schlaf. Und das sind meistens die, die dahingehend am wenigsten Probleme oder am wenigsten Unterversorgung aufweisen. Und meistens sind es eher die, die sich dafür wenig bis gar nicht interessieren. Aber hey, das ist in dem Bereich irgendwie einfach so trotzdem schön, dass ihr euch da entgegen für interessiert. Problem ist, die meisten geben tatsächlich zu viel für Nahrungsergänzungsmittel aus, ohne wirklich mit sinnvollen Ergänzungen dahingehend zu punkten. Als nächstes kann man sich definitiv Omega-3 mal anschauen, weil wir Omega-3 erstmal ist das lebensnotwendig, also das heißt essentiell. Wir brauchen die Fettsäuren EPA und DHA, dass die im Grunde nur mit einer Ausnahme einer Alge, aber ansonsten nur in tierischen Produkten vorkommen, vor allem im fetten Fisch. Ja, das heißt, fetter Fisch bedeutet auch, das muss Fisch sein, der Fett hat und nicht Thunfisch in eigenem Saft mit einem 0,2 Gramm Fettanteil auf 100 Gramm, weil das Thunfischfilet tatsächlich reich an Omega-3 ist, genau wie Lachs, Hering, Makrele. Also Omega-3-Fettsäuren finden wir vor allem in Fischen und dementsprechend war es auch für den Menschen jahrtausende lang eigentlich normal, sich am Wasser irgendwo niederzulassen. Also die größten Siedlungen vor einigen tausend Jahren sind in der Regel immer irgendwo am Wasser gegründet worden und gerade der Rhein beispielsweise hatte extrem viel Lachs. Ist leider schon ein bisschen her. Die wenigsten von uns essen wirklich noch fettreichen Fisch. Um die Omega-3-Versorgung zu gewährleisten, reicht es in der Regel ein bis zwei, vielleicht dreimal die Woche fetten Fisch zu essen. Aber ich sage mal, wer einmal die Woche fetten Fisch isst mit genügend Omega-3, der wird zumindest keinen Mangel haben. Wer es zweimal isst bis dreimal, der wird auf jeden Fall gut versorgt sein. Also da macht dann eine Omega-3-Ergänzung beispielsweise wenig bis keinen Sinn. Ja, aber die meisten von uns essen A, zu wenig Omega-3, weil fetter Fisch beispielsweise gar nicht mehr so oft auf dem Speiseplan steht. Und B, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist im Grunde entscheidend und wir nehmen viel zu viel Omega-6 zu uns. Ja, Omega-6 auch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, aber Omega-6 sind entzündungsfördernd, Omega-3-Fettsäuren entzündungshemmend. Wir brauchen logischerweise beides, weil wenn dann mal irgendwas im Körper ist, was der Körper über eine Entzündung gerne bekämpfen und loswerden möchte, dann brauchen wir auch Omega-6. Also Omega-6 auch hier ist nicht grundsätzlich der Teufel. Nur das Verhältnis stimmt leider gar nicht mehr. Ne? Also das liegt vor allem an billigen Pflanzenölen, insbesondere an Sonnenblumenöl. Also wer immer noch mit Sonnenblumenöl arbeitet, der darf das direkt mal als allererstes wegschmeißen, wegschütten, wegwerfen, weil das ist wirklich ernährungsphysiologisch absolut nicht sinnvoll. Dann lieber mit Rapsöl, mit Olivenöl, mit Kokos, mit Butter arbeiten. Also alles besser als Sonnenblumenöl. Und alleine das, eben wenn ich das weglasse oder wenn ich das jetzt jahrelang sehr viel benutzt habe, wenn ich das weglasse, verbessert das schon mein Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6.
Also manchmal muss man gar nicht irgendwas zusätzlich zuführen, sondern irgendwas anderes einfach nur weglassen, damit sich das ein bisschen einpendelt. Und Omega-3, das Thema A, ein bis zweimal die Woche Omega-3 fettigen Fisch essen oder eben im Zweifelsfall ergänzen tatsächlich, weil Omega-3 extrem wichtig ist. Und Omega-6 tendenziell vermeiden, beziehungsweise nicht klassisch vermeiden, aber auf jeden Fall nicht überdosieren. Und das ist vor allem mit Sonnenblumenöl der Fall. Ne, bei allem anderen ist Omega-6 gar nicht so das Problem, aber Sonnenblumenöl killt da das Verhältnis leider sehr, ne, weil das extrem unausgewogen ist bei Sonnenblumen. Und dementsprechend, ja, man sagt so 2 bis 3 Gramm Omega-3-Fettsäuren am Tag sollten es sein. Ne, das heißt, wir reden hier in dem Fall von EPA und DHA, also auch da, wir reden leider nicht von pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren, weil deren Umwandlungsrate sehr schlecht ist, die liegt bei 0 bis 20%. Und das heißt, ich müsste dann schon, wenn wir mal von 20% ausgehen, schon das Fünffache der Menge essen. Und dann weiß ich immer noch nicht, ob ich ausreichend versorgt bin. Ne? Weil wir finden die pflanzliche Alternative beispielsweise in Walnüssen oder auch in Rapsöl in dem Fall. Aber eben um die es geht, die Fettsäuren EPA, DHA, finden wir überwiegend in Tieren. Teilweise ganz leicht auch in Eiern von Freilandhühnern und tatsächlich auch in Rindfleisch von Weiderindern, aber nicht in der Dosierung, in der man das sagt, weil auch dann müsste man kiloweise Fleisch oder Eier essen und das ist dann auch irgendwann A, nicht mehr wirtschaftlich vor allem und B, auch gar nicht groß umzusetzen. Aber Omega-3, so 2 Gramm am Tag, wie gesagt, ist so die aktuelle Studienlage und das sollte sein, ob ich das eben über Fisch aufnehme. Ja, und Fisch hat meistens so pro 100 Gramm so 2 bis 3 Gramm. Das heißt, wenn ich jetzt ein 200, 250 Gramm Lachsfilet esse und das, wie gesagt, ein bis zweimal die Woche, dann bin ich dahin ganz gut aufgestellt. Ansonsten macht eine Ergänzung über Omega-3-Kapseln, wie gesagt, über tierische. Also in der Regel ist es dann Fisch oder Grill. Vegane Alternativen gibt es eine Alge, die dementsprechend auch EPA und DHA enthält und nicht einfach nur Alpha-Linolensäure. Da sollte man dann aber, wie gesagt, schauen, dass es auch entsprechend wirklich EPA und DHA sind, weil um die geht's. Ja, die pflanzlichen sind, wenn ich mich ausgewogen ernähre, in der Regel nicht das Problem, sondern der limitierende Faktor sind eher die Fettsäuren tierischen Artes und das sind EPA und DHA. Und wie gesagt, wer ein bis zweimal die Woche fetten Fisch isst, der ist dahingehend eigentlich gut aufgestellt, der braucht sich dahingehend keine Sorgen machen und ansonsten empfiehlt sich 2 Gramm Omega-3 pro Tag. Omega-3-Kapseln, also ist eine Frage gerade im Chat. Omega-3-Kapseln einmal am Tag nehmen ist eine gute Idee, richtig. Das kommt schwer auf die Kapsel an und auf die Dosierung. Normalerweise ist das vermutlich ein bisschen wenig, weil da werden in einer Kapsel keine 2 Gramm Omega-3-Fettsäuren drin sein. Also, das ist dann auch so eine Sache. Nahrungsergänzungsmittelhersteller arbeiten dann immer so ein bisschen mit Niedrigdosierungen oder die Leute wissen immer gar nicht, wie viel sie davon aufnehmen sollen. Also, es gibt verschiedene Produkte, die einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren haben, die dann so bei 75% liegen. Das heißt, ich habe in einer 1-Gramm-Kapsel ungefähr 750 Gramm Omega-3-Fettsäuren. Davon müsste ich dann zum Beispiel 3 Stück nehmen. Aber, wie gesagt, wenn ich ein-, zweimal die Woche fetten Fisch esse, am besten aus Wildfang, dann sollte das nicht das Problem sein. Und ansonsten, wie gesagt, wenn dosieren, dann im Idealfall richtig und man redet, wie gesagt, von 2 Gramm Omega-3 am Tag, weil es geht am Ende des Tages um das Verhältnis Omega-3 zu Omega-6 im Körper und wir brauchen so einen Omega-3-Status von 8 bis 10% im Körper und das wird mit einer Kapsel, je nachdem, wie viel die dann enthält, meistens hat die 180 Gramm EPA, 120 Gramm DHA, das sind dann zusammen 300. Das ist dann vermutlich ein bisschen zu wenig, das ist sicher besser als nichts. Es verhindert vielleicht einen Mangel, aber es verbessert die Unterversorgung nicht so wirklich. Also ist dann immer die Frage, ob man dann sagt, nehme ich wirklich 3 Kapseln beispielsweise jeden Tag, um auf 2 Gramm zu kommen, oder gehe ich nicht doch tatsächlich hin und esse lieber ein bis zweimal die Woche Fisch, weil Fisch ja auch wieder sehr gutes Eiweiß hat. Fisch enthält Taurin, Fisch enthält natürlich auch andere Vitamine. Also da muss man auch immer ganz klar unterscheiden, ob das dann irgendwann irgendwo Sinn macht. Wenn ich, wie gesagt, gar keinen Fisch esse, aus geschmacklichen Gründen, aus Kostengründen, aus was auch immer, dann, wie gesagt, die Ergänzung definitiv sinnvoll. Also, Vitamin D, das wissen wir jetzt, Jod und Folsäure, das sind so die Klassiker. Und ansonsten Omega-3, etwas, was wir gerade, wie gesagt, heutzutage vor allem mit dem Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis entsprechend ein bisschen
ja, ein bisschen schwieriger ist. Ja, und ansonsten gilt im Grunde für alle anderen Stoffe, wenn ich davon ausreichend zu mir nehme, und das hat dann viel mit einer ausgewogenen Ernährung zu tun, also wir finden ja viele Sachen überwiegend in tierischen Produkten, in Fleisch, beispielsweise also Vitamin B12, weiß man mittlerweile, ich glaube, jeder Veganer, jeder Vegetarier wird sich um seinen B12-Status ein bisschen kümmern, weil die in der Regel ganz gut informiert sind. Wir haben das Thema Eisen, wir haben das Thema Zink, wir haben das Thema aber auch, und das geht immer ein bisschen unter, Carnitin, Kreatin, Taurin, Prolin, Glycin, also wir haben auch verschiedene Dinge, Kollagen in Fleisch, die wir so in tierischen, in pflanzlichen Lebensmitteln gar nicht haben. Also die Bandbreite dessen, was man alles ergänzen müsste, um entsprechend gut aufgestellt zu sein, ist für mich persönlich, steht immer in keinem wirklichen Verhältnis. Wer natürlich, also aus gesundheitlichen Gründen, wer aus ethischen Gründen oder aus Geschmacksgründen gar kein Fleisch isst, das ist immer was anderes, da will ich auch niemandem reinreden. Aber wer denkt, aus gesundheitlichen Gründen auf Fleisch zu verzichten, das ist nur halb zu Ende gedacht, ne, weil Fleisch insgesamt eine super Nährstoffquelle ist, super bioverfügbar und eben einige Stoffe besitzt, die wir in pflanzlichen Produkten so nicht finden. Umgekehrt gilt das natürlich auch. Also wir finden auch in Pflanzen, also in Obst, in Gemüse, einige Stoffe, die wir so in Fleisch oder in tierischen Produkten nicht finden. Ja? Das heißt, wir haben gerade im Bereich Obst und Gemüse sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die zum Beispiel die Aufnahme von Vitaminen verbessern oder verstärken, also die als Katalysatoren wirken, kann man sagen. Und das ist dann auch der Vorteil gegenüber einer Pille aus der Apotheke. Ja? Also ich nehme immer ganz gerne das Beispiel Apfel, ne? Ein Apfel, Vitamin C oder meinetwegen Paprika, Vitamin C haltig und Vitamin C aus der Apotheke in einer Kapsel ist chemisch betrachtet das gleiche. Also für unseren Körper ist das kein Unterschied. Das ist Ascorbinsäure, das heißt, ob das aus dem Apfel kommt, 100 Milligramm meinetwegen beispielsweise, oder 100 Milligramm aus der Kapsel, aus der Apotheke kommt, ist für unseren Körper tatsächlich kein Unterschied. Also viele Leute sind ja immer natürlich und künstlich und chemisch, aber im Grunde ist ja alles Chemie, ja. Also alles, was wir auch in der Natur finden, sind Sachen, die wir, wenn wir die künstlich herstellen, für unseren Körper keinen Unterschied machen. Der Unterschied ist halt das, was das Lebensmittel noch mit sich bringt, ne? Der Apfel beispielsweise enthält sehr, sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe, ungefähr 2000. Wir haben Ballaststoffe im Apfel, also den Ballaststoff Pektin, der beispielsweise für die Verdauung wieder sehr gesundheitsfördernd ist. Und das sind halt Sachen, die finden wir in der Kapsel nicht. Also in der Kapsel ist dann 100 Milligramm Vitamin C. Und wer jetzt einen erhöhten Vitamin C-Bedarf hat, als Raucher beispielsweise, hat man einen erhöhten Bedarf an Vitamin C wegen der freien Radikale. Aber da kann man dann sagen, okay, da macht die Ergänzung potenziell Sinn, weil ich will keine 9 Äpfel am Tag essen. Ne? Das, wie gesagt, ist was, wo man sagt, okay, passt. Aber wie gesagt, diese 100 Milligramm Vitamin C aus Apfel sind eben dahingehend bedeutender, dass der Apfel eben mehr liefert als nur diese 100 Milligramm Vitamin C. Der liefert ja auch andere Vitamine, der liefert, wie gesagt, vor allem sekundäre Pflanzenstoffe, die viele, also die ganz viele von denen eine eigene positive Wirkung haben, andere wiederum eine verstärkende Wirkung für andere Stoffe, also als Katalysatoren. Und manche von diesen sekundären Pflanzenstoffen sind tatsächlich giftig eigentlich, die aber in diesen Mini-Dosierungen, die in Lebensmitteln enthalten sind, unseren Körper wieder für eine positive Immunantwort zum Beispiel provozieren. Das nennt sich Hormesis und im Grunde sind das Giftstoffe in sehr niedriger Dosierung, die wir, wie gesagt, auch in Pflanzen finden, die aber dahingehend, wenn wir die eben nicht, wenn wir es damit nicht übertreiben, sogar einen positiven Einfluss auf uns haben. Also das ist der Vorteil an sekundären Pflanzenstoffen gegenüber künstlichen Vitaminen, weil, wie gesagt, das wäre super einfach heutzutage, wenn das so ginge, einfach eine Bandbreite, ein gutes Multivitamin zu nehmen, eine Bandbreite an Mineralstoffen in irgendeiner Kapsel, Pulverform, was auch immer. Und dann würde ich theoretisch gut versorgt sein und zumindest würde ich sicher keinen Mangel haben, aber es fehlen eben die ganzen Sachen, die sonst noch drin sind. In Fleisch ist das viel, hat das sehr viel mit Aminosäuren zu tun, also mit Prolin, mit Glycin, also Sachen, die an der Kollagensynthese beteiligt sind. Und eben in Pflanzen haben wir ganz viel mit sekundären Pflanzenstoffen, mit Ballaststoffen, die wir eben in der Kapsel so in dieser Form nicht finden. Deswegen sollte Nahrung immer an erster Stelle stehen. Ernährung auch in hochqualitativ. Ne? Also ich gebe zum Beispiel lieber Geld für gutes Fleisch aus von Weidetieren, die entsprechend relativ natürlich leben, die Gras fressen und eben keinen Weizen zugefüttert bekommen, weil sie nur gemästet werden,
Und das Geld, was ich mir sozusagen, was ich da mehr für ausgebe, brauche ich hinten raus weniger ausgeben für Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Also das ist immer relativ, das muss auch jeder für sich selber abwägen. Ja, beispielsweise gibt es bei uns im Haushalt wirklich kaum Fisch, weil es sich irgendwie gar nicht so anbietet bei uns vom Kochen her. Dementsprechend Omega-3 beispielsweise nehme ich auch selber. Ja, aber eben ansonsten muss man immer schauen, wo hat man potenziellen Mehrbedarf oder eben potenziellen Mangel. Mangel ganz häufig einfach, wenn die Ernährung nicht stimmt. Ja, das heißt also Obst, Gemüse, die meisten von uns essen zu wenig davon. Ja, also bevor das irgendwelche Gifterscheinungen hat, muss man schon sehr, sehr viel davon essen. Also das geht dann eher so in Richtung Veganer, dass die meistens zu viele Pflanzen zu sich nehmen, gerade wenn die Rohkost sind. Das ist für den Darm, für die Verdauung meistens gar nicht so gut. Ja, auch wenn die oft meinen, dass sie dann sich sehr, sehr gesund oder sehr ausgewogen ernähren, meistens ist das auch schon wieder zu viel. Ja. Aber so 800 Gramm Obst und Gemüse am Tag sind empfohlen und die meisten Mischkostler erreichen die nicht. Das heißt, die haben auf jeden Fall noch ein bisschen Bedarf oder die haben noch ein bisschen was nach oben offen, was man eben zusätzlich dahingehend zu sich nehmen kann an Obst und Gemüse. Ne? Ich sage mal 500 Gramm Gemüse, 300 Gramm Obst am Tag, das ist nicht wenig, aber das ist, wenn ich mich ausgewogen ernähre, auf jeden Fall machbar. Und dann bin ich auch in der Bandbreite an Stoffen sehr, sehr gut versorgt. Also dann geht es wirklich schon im Grunde nur noch ins Detail, ne, wenn ich, wie gesagt, sehr, sehr viel schwitze, weil ich entweder sehr viel Sport mache oder weil ich generell sehr zum Schwitzen neige oder wenn ich natürlich körperlich arbeite bei Wetter wie aktuell 28 bis 35 Grad, ich bin Dachdecker, ich bin Straßenbauer, dann verliert der Körper sehr viele Elektrolyte. Da würde beispielsweise auch eine Ergänzung vermutlich Sinn machen, zumindest in der Hitzeperiode. Weil so viele Pflanzen kann man am Ende fast gar nicht mehr essen. Ne? Das gilt vor allem für Magnesium. Also Magnesium, gerade auch als Sportler, macht oft Sinn, weil wir da keinen Mangel haben. Also Deutschland ist definitiv kein Mangelgebiet an Magnesium. Aber der Mehrbedarf, den Sportler haben durch vermehrtes Schwitzen, durch vermehrte Muskelkontraktion, wo Magnesium entsprechend beteiligt ist, der lässt sich irgendwann schwierig decken über Nahrung, weil wir das eben vor allem in Pflanzen finden, Magnesium, und dementsprechend am Ende 2, 3 Kilo essen müssten, um unseren theoretischen Bedarf an Magnesium zu erfüllen. Vor allem, weil Magnesium leider nicht besonders bioverfügbar ist. Also gerade auch aus Wasser ist ein sogenannter anorganischer, eine anorganische Verbindung, die wird nicht besonders gut aufgenommen. Also man unterscheidet da zwischen organisch und anorganisch. Anorganisch sind die, die leider nicht ganz so gut verwertbar sind für unseren Körper, und die finden wir eben vor allem im ja, in der Natur, also in Wasser oder auch in Pflanzen. Und das ist dementsprechend nicht allzu bioverfügbar. Ne? Und dementsprechend müsste man dann als Sportler oder generell jemand, der sehr viel schwitzt, sehr gerne in die Sauna geht oder sehr viel eben körperlich arbeitet und darüber schwitzt, der hat bei den Elektrolyten neben einem erhöhten Bedarf höher an allen Elektrolyten, also Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink. Ja, da ist aber tatsächlich am ehesten das Problem Magnesium. Alles andere, Calcium, Kalium finden wir in der Regel fast überall. Wir finden ja Zink vor allem in Fleisch, also da müssen die Veganer, Vegetarier ein bisschen aufpassen. Aber Magnesium, ne? Nicht, dass Magnesium generell Mangel ist, aber das Problem ist, dass es irgendwann müssten wir viel zu viel essen, um wirklich genug Magnesium zu uns zu nehmen. Also als Sportler oder jemand, der, wie gesagt, sehr viel schwitzt, macht eine Ergänzung von Magnesium durchaus Sinn. Ne, vor allem eben, weil auch hier Magnesium preis-leistungstechnisch mittlerweile sehr erschwinglich ist. Also man gibt da jetzt keine Unmengen an Euros für aus, um sich mit Magnesium zusätzlich zu versorgen. Man sollte, wie gesagt, nur schauen, dass das Magnesium dann, wenn auch eine gute organische Verbindung ist, also als Citrat, als Glycinat, als Chelat, als Laktat, ja, also da gibt es ganz verschiedene Verbindungen, aber einfach mal schauen, dass es eben keine anorganische ist. Also das sind meistens die sehr günstigen aus dem Drogeriemarkt, die ja sehr günstig sind, aber eben leider auch nicht ganz so gut bioverfügbar, dann lieber 200 Euro mehr in die Hand nehmen und sich dahingehend gut aufstellen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wir finden fast alles überwiegend in der Natur und die meisten Mängel sind eher von einseitigen Ernährungsformen bekannt und eben es gibt verschiedene ja, Bedürfnisse, die eben Sportler beispielsweise haben, ne, also wir haben im Bereich Mikronährstoffe, ist grundsätzlich soweit abgedeckt. B-Vitamine ist ganz häufig ein Thema, aber da haben wir keinen klassischen Mangel. Wie gesagt, Folsäure als B-Vitamin ist oft sowas. Und ansonsten, wenn wir uns auch da wieder ein bisschen mehr auf eine ausgewogene Ernährung konzentrieren, sollte das kein Problem sein. Bei den
Mineralien, bei den Spurenelementen gibt es im Grunde noch eine kleine Ausnahme. Neben Zink, das wir wie gesagt überwiegend in Fleisch finden, haben wir das Thema Eisen. Eisen finden wir überwiegend in rotem Fleisch und Eisen bindet Sauerstoff an die roten Blutkörperchen. Das heißt, wer nicht genügend Eisen im Körper hat, der sollte entsprechend schauen, dass er entweder vermehrt rotes Fleisch isst oder eben das tatsächlich mal ergänzt, bis der Mangel behoben ist. Also das gilt häufig für Frauen. Statistisch gesehen essen Frauen weniger rotes Fleisch als Männer. Das kann sicher ein Grund sein. Frauen verlieren über ihre, also im fruchtbaren Alter über ihre Periode jeden Monat Blut, wo entsprechend auch Eisen gebunden wird. Und dementsprechend ist ein Eisenmangel bei Frauen tatsächlich gar nicht so selten oder zumindest eine gewisse Unterversorgung macht sich oft bemerkbar über Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Wie gesagt, Eisen bindet Sauerstoff an die roten Blutkörperchen. Also da sollte man dann schauen, wenn ein Mangel bekannt ist, dass man den möglichst schnell behebt, ob man das dann über viel rotes Fleisch macht oder ob man das dann gezielt mal über einige Wochen an Ergänzung macht. Spielt im Grunde keine große Rolle. Die Ergänzung funktioniert in dem Fall vermutlich ein bisschen schneller. Aber ansonsten ist das eigentlich kein großes Problem. Eine gewisse Gefahr, die von Nahrungsergänzungsmitteln mittlerweile ausgeht, ist, dass die alle von den Verbindungen her, die wir mittlerweile so kennen oder die man mittlerweile herstellen kann, teilweise so gut bioverfügbar sind, dass man wirklich bei Ergänzung aufpassen muss, dass man sich mit irgendwas nicht überversorgt. Also mit normalen Lebensmitteln passiert das im Grunde nicht. Aber gerade das Thema Eisen, das Thema Zink, also die ganzen Metalle, Kupfer, ja, das sind alles Sachen, wenn wir die überdosieren, das ist nicht so gut. Also auf einen längeren Zeitraum, kurzfristig ist das immer halb so wild, unser Körper kann mit sowas gut umgehen. Aber wenn wir uns jetzt blind über Monate Hochdosen von Eisen, Zink oder sonst irgendwas reinknallen, Kupfer, also gerade diese Metalle, die machen sogenannten oxidativen Stress im Blut. Also zu viel davon ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Gerade zu viel Eisen kann insulinresistent machen, also im schlimmsten Fall Diabetes. Das heißt, da sollte man nicht blind arbeiten. Wie gesagt, das erreicht man über Lebensmittel normalerweise nicht, aber die Verfügbarkeit von Nahrungsergänzungsmitteln oder die Bioverfügbarkeit ist mittlerweile so gut, also da gibt es so gute Sachen, dass man, oder die sind so gut aufgenommen werden, die, dass man da tatsächlich aufpassen muss, eben, dass man sie nicht überdosiert. Also das gilt vor allem für die Metalle, die wir so im Körper haben, Eisen, Zink, Kupfer. Und das gilt vor allem auch für die fettlöslichen Vitamine, also die Vitamine A, D, E und K, die dementsprechend auch überdosiert potenzielle Nebenwirkungen haben. Also Vitamin A, die meisten Leute haben dahingehend tatsächlich eher eine leichte Unterversorgung, also keinen Mangel, aber eher eine Unterversorgung, weil sich Vitamin A vor allem in Innereien befindet, in Leber beispielsweise, ein bisschen in Eiern. Und die meisten Leute nehmen von uns aber tatsächlich eher Beta-Carotin als pflanzliche Vorstufe von Vitamin A auf, wo auch da wieder ein bisschen Verlust ist, was die Umwandlungsrate angeht. Deswegen Vitamin A, tendenziell eine leichte Unterversorgung, also normalerweise keinen wirklichen Mangel. Aber wer nicht gerade oft Eier oder Innereien isst, der sollte schauen, dass er wenigstens genügend Beta-Carotin über Karotten beispielsweise sind da sehr potent, dahingehend genügend aufnimmt. Auch das ist fettlöslich, das heißt, es macht schon Sinn, dass man das dann zu einer Mahlzeit nimmt, wo ich dann mit Quark beispielsweise, mit einem fettigen Quark oder wo ich das beim Kochen vielleicht mit irgendwas andünste, ob das dann Olivenöl ist oder sonstiges, aber dass man da ein bisschen guckt. Ansonsten Vitamin E beispielsweise, ja, ein bisschen gefährlich davon zu viel zu sich zu nehmen, aber auch das wird man kaum erreichen über normale Nahrung, das ist auch eher Ergänzung. Dahingehend auch wieder ein bisschen aufpassen, dass bei Omega-3-Kapseln ist zum Beispiel häufig Vitamin E zugesetzt. Das liegt daran, dass es das Mindesthaltbarkeitsdatum verlängert, weil Vitamin E ein sogenanntes Antioxidant ist, also es bindet freie Radikale. Das heißt, Vitamin C, Vitamin E wird normalerweise, also Vitamin E wird in der Regel bei fettlöslichen Stoffen als Antioxidationsmittel eingesetzt und Vitamin C, Ascorbinsäure, bei wasserlöslichen. Bei wasserlöslichen ist das immer halb so wild, weil da hat man im schlimmsten Fall teuren Urin. Also was man da überdosiert, wird in der Regel tatsächlich ausgeschieden. Also das sagt man ja oft so ein bisschen, das oder hört man häufig, dass so, ja, Vitaminpillen sind nur teurer Urin. Ja, im Grunde bei wasserlöslichen Vitaminen tatsächlich, wenn man davon etwas zu viel aufnimmt, wird das in der Regel über den Urin ausgeschieden. Fettlösliche Vitamine, wie gesagt, nicht. Die lagern sich im Fett an, was bei Vitamin D für uns im Winter überlebenswichtig ist oder jahrtausendelang war.
Aber eben bei allen anderen sollte man schauen, dass man die auch entsprechend nicht überdosiert. Auch hier wieder das Thema, wie beim Salz, ne, wie bei Wasser, ne, also Wasser trinken als ja, lebenswichtiger Stoff. Zu wenig davon wissen wir alle, nicht gut, aber auch Wasser wird irgendwann tödlich. Ne? So ab 10 Litern, sagt man, wird Wasser trinken tödlich, ne, am Tag. Also 8 Liter wird es gefährlich, außer natürlich hier, ich bin wieder der Bauarbeiter, der in der Sonne schwitzend 6 Liter Wasser am Tag auch verliert über den Schweiß, dann brauche ich so viel auch. Oder ich gehe in die Sauna, aber 8 Liter, ab 8 Litern Wasser wird es gefährlich, ab 10 Litern wird es tatsächlich tödlich, weil das Mineralien ausleitet. Ne? Also wir scheiden ja über den Urin, dann über Wasser, das wir verlieren, auch immer Mineralien aus. Und ab 8, wie gesagt, wird es gefährlich, ab 10 wird es tödlich. Die Wahrscheinlichkeit daran zu sterben ist gering, also vermutlich würde man sich vorher übergeben müssen. Aber auch das nur nochmal, um dieses Verhältnis klar zu machen zwischen gut und schlecht, ne? Weil das ist immer eine Frage des Kontextes und immer eine Frage der Dosierung. Also es gibt kein klassisches gut, schlecht, böse, weiß ich nicht, gesund, ungesund, ne? Also das ist immer alles relativ. Man muss das immer, wie gesagt, in einen gewissen Kontext setzen. Und auch das gilt für alle Nährstoffe, das gilt für Wasser und dementsprechend sollte man das immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, ja? Weil gerade medial heutzutage wird ja sehr viel Reichweite erzeugt über Clickbait, also über Überschriften, die ein bisschen provokant sind. Und wenn man dann die Überschrift nur liest und sich den Text gar nicht genau durchliest oder man sich von der Überschrift noch so ein bisschen getriggert fühlt, dann ist sehr schnell, weiß ich nicht, Salz ist lebensgefährlich oder Fleisch macht Krebs oder sonst irgendwas, ohne dass man den Kontext kennt, immer gefährliches Halbwissen, nenne ich es mal. Ja. Okay, also Mikronährstoffe. Im Grunde, wenn ich irgendwo einen erwiesenen Mangel habe, was wie gesagt häufig bei Folsäure beispielsweise der Fall ist für Schwangere, deswegen wird das ja in der Regel auch von jeder Frauenärztin dann verschrieben, oder eben bei Eisen beispielsweise, dann sollte ich diesen Mangel entsprechend beheben. Wenn ich einen erhöhten Bedarf habe an Elektrolyten beispielsweise, sollte ich schauen, dass ich deutlich mehr Obst und Gemüse esse oder dass ich tatsächlich eine Elektrolytlösung eventuell an Tagen, wo ich sehr, sehr viel geschwitzt habe oder wo ich vielleicht nicht so sehr zum Essen gekommen bin, dass ich die zu mir nehme, gibt es in jeder Apotheke, gibt es in Pulver, in Kapselform, gibt es ja mittlerweile auch als Antikatermittel, ja, also alle Antikatermittel enthalten im Grunde nur Elektrolyte, weil auch hier Alkohol entzieht im Körper Mineralien, Elektrolyte vor allem, das heißt, das ist auch das, was eigentlich den Kater macht, die Kopfschmerzen macht, das Schlechtsein macht, dass wir einen Elektrolytenmangel haben durch zu viel Alkohol, weil auch hier Alkohol wird ausgeschieden, der bindet Mineralien an sich und deswegen haben wir zu wenig Mineralien danach im Körper. Also das Fastfood nachts, den Döner essen mit den Pommes, ne, sehr salzig, ne, das hilft schon mal, den Kater ein bisschen abzuschwächen oder ansonsten eine Elektrolytlösung am nächsten Tag kann auch das ein bisschen abschwächen, den Kater. Aber ansonsten sind wir im Bereich Mikronährstoffe in Deutschland glücklicherweise sehr gut aufgestellt. Wie gesagt, wer einen gewissen Mehrbedarf hat, wer sehr viel Sport macht, wer vielleicht auch relativ viel Stress hat, weil auch Stress frisst Mikronährstoffe, da bin ich tatsächlich persönlich, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, das muss man ein bisschen ausklammern, aber ich bin tatsächlich ein Freund von einem gut dosierten Multivitamin, also einem schlanken Multivitamin, ohne irgendwelche Hochdosen von einzelnen Stoffen, sondern von allem ein bisschen in Phasen von sehr viel Stress, sehr viel Sport oder wo vielleicht die Ernährung tatsächlich auch mal ein bisschen kurz kommt. Aber auch da, wie gesagt, immer ein bisschen revidieren. Ernährung hat immer Priorität, sollte immer Priorität haben. Man sollte es sich nicht zu einfach machen. Das ist häufig das Problem. Viele Leute, die dann anfangen, irgendwelche Pillen einzuwerfen, die neigen dazu, dann alles andere schleifen zu lassen. Das definitiv nicht. Dann würde ich, wie gesagt, sehr viel lieber auf die Ernährung, auf die gute gehen. Aber ansonsten bin ich persönlich ein Freund von einem schlanken Multivitamin, weil das tatsächlich keine wirklichen Gefahren birgt, keine Nebenwirkungen birgt, weil keine einzelnen Hochdosen. Und weil man trotzdem eine gewisse Bandbreite hat, dass man einen tendenziellen oder einen potenziellen Mangel oder eine potenzielle Unterversorgung ausschließt. Wie gesagt, vor allem Leute, die eben einen erhöhten Bedarf haben. Und das gilt vor allem für Sportler. Also da bin ich persönlich ein Freund von, aber das kann man natürlich handhaben, wie man möchte. Oder im Zweifelsfall lässt man sich Blut abnehmen und checken, wo gibt es denn tendenziell wirklich Baustellen. Ja. Ansonsten Makronährstoffe, Protein, Eiweißpulver, heutzutage noch so ein Thema, auch hier. Ganz einfach gehalten, wenn ich über meine normale Nahrung meinen Eiweißbedarf nicht decken kann, der liegt bei der Wissenschaft nach 1,6 bis 2,4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aktuell. Also ich habe mal letztens was gelesen, das fand ich einen guten Anhaltspunkt. So 120 Gramm Eiweiß am Tag sollten es für jeden schon sein und dann bis hin zu Körpergröße. Also wenn ich 1,85 groß bin, dann sollte ich so zwischen 120 und 185 Gramm Eiweiß am Tag essen.
ne, die obere Kante deutlich eher für Sportler geeignet. Also wer wenig bis keinen Sport macht, der kommt auf jeden Fall mit weniger zurecht. Aber ansonsten brauchen wir Eiweiß für sehr, sehr, sehr viele Dinge im Körper, eigentlich für fast alles. Für klare Muskulatur, da denkt immer jeder dran, aber auch vor allem für unser Immunsystem, für Enzyme, für Haut, für Haare, für Nägel. Also Eiweiß ist im Grunde überall beteiligt und die meisten davon nehmen tatsächlich ein bisschen zu wenig auf. Das heißt aber nicht, dass jetzt jeder Proteinshakes, Eiweißshakes trinken muss. Im Grunde, wie gesagt, wer sich ausgewogen ernährt, wer eben über Fisch, Fleisch, Geflügel, über Eier, über Milchprodukte, über Nüsse, über Hülsenfrüchte genügend Eiweiß zu sich nimmt, der profitiert gar nicht von einem Eiweißshake, also der schadet zwar in dem Fall auch nicht, aber der profitiert davon auch null. Ja, wer jetzt aber merkt, oh, ich habe jetzt mal die letzten 2, 3 Wochen geguckt und ich komme am Tag tatsächlich auf nicht mehr als 100 Gramm Eiweiß und empfohlen sind jetzt für mein Gewicht, meine Größe, meine Aktivität 120 bis 150. Bei so Leuten würde eine Ergänzung von einem Eiweißshake, ne, das kann man ja entweder einfach trinken oder man rührt sich das in einen Smoothie ein oder in Müsli ein oder was auch immer. Also die Möglichkeiten sind ja relativ groß. Da macht dann auch eine Ergänzung in Form von einem Proteinshake oder von einem Eiweißshake entsprechend Sinn, ne? Wer, wie gesagt, sowieso genügend Eiweiß zu sich nimmt über seine normale Nahrung, der profitiert gar nicht von einem Shake oder von Pulver zusätzlich. Wer eben aber merkt, oh, ich komme gar nicht auf meinen Bedarf jeden Tag, mir fehlen immer 20, 30, 40, 50 Gramm, dann macht eben der Shake oder das Pulver irgendwo unterrühren definitiv Sinn. Und das Ganze gilt im Grunde auch für Kohlenhydrate. Das heißt, wer Ausdauersportler ist und sehr hohen Kohlenhydratverbrauch hat, der profitiert so ab 60 Minuten aufwärts. Also Triathleten, Marathonläufer, die dürften das aber auch kennen, die profitieren von einer Intra-Workout-Nutrition, also von einem Kohlenhydratpulver, weil das eben leistungstechnisch entsprechend das Ganze ein bisschen pushen kann. Aber das ist dann hier in dem Fall auch wieder extra, weil Leistung und eben nicht, das hat dann nicht mit Gesundheit zu tun, sondern da geht es dann darum, die Leistung zu pushen, weil das sehr schnell verfügbar ist. Also da arbeitet man oft mit Maltodextrin. Das macht, wie gesagt, für Ausdauersportler, die über 60 Minuten auf Leistung unterwegs sind, definitiv Sinn. Für alle anderen normalerweise nicht. Und ja, Omega-3 hatten wir ja bei den Fettsäuren schon. Und das sind im Grunde die Sachen, um die es geht. Okay, in diesem Sinne, wer noch Fragen hat, gerne in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, zu einzelnen Stoffen vielleicht nicht unbedingt eine Frage, weil das, wie gesagt, immer relativ ist, wie viele man davon jetzt im Blut hat oder man zu sich nimmt. Aber wer irgend noch eine konkrete Frage hat, wie gesagt, sehr gerne. Ansonsten hoffe ich konnte einen gewissen Einblick geben. Und dann, ja, schließe ich mal diese Information mit dem Thema oder mit dem Satz, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. In diesem Sinne, bleibt gesund. So, super, Nick, für die vielen ja, interessanten Hinweise zu einzelnen Stoffen. Ich sehe, im Augenblick gibt es von Seiten der Zuschauer und Zuschauerinnen keine Fragen mehr. Dann vielen Dank, Nick, und vielen Dank fürs Zuschauen an alle, die dabei waren. Und morgen geht's weiter mit unserem Geschäftsführer Marco Fusaro um 10:30 Uhr zum Angebot EDV für 46,5, also EDV für Ältere. Da gibt es seit Jahren ein Angebot in unserem Beratungszentrum in Trier, um die älteren Menschen fit für die Digitalisierung zu machen. Das morgen um 10:30 Uhr. Dann bedanke ich mich bei allen, wünsche alle einen wunderschönen Mittwoch, genießt das gute Wetter und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.